Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Heute ist der grosse Tag. Mhm. Endlich Doppelboden in der Garage einbauen und Teppich im Wohnmobil. Mhm. Damit wir nicht so kalte Füße immer haben, wenn es kälter ist. Genau. Und ich gehe jetzt zuerst das Wohnmobil holen und du fängst an mit deinen Schnittmustern, nehme ich an. Ja, so ist es. Let's do it! Das Wohnmobil ist jetzt zuhause und jetzt gilt es als allererstes, Nummer 1, die ganze Garage komplett ausräumen. Mhm. Ja, ich weiss, es ist ein Ghetto, aber das wird sich jetzt ändern. Und das hier steht das Holz für den Doppelboden. Wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt das Velo auch gerade ausgelassen, weil an denen muss ich auch noch etwas umschrauben. Und die Idee ist jetzt, dass man hier aufhalb da aufliegend Bretter rein macht, die dann hoffentlich genau die gleiche Höhe haben wie das hier. Da kann man den Tisch unten reinsliden. Hoffentlich habe ich es richtig abgemessen. So, da hätten wir das Holz. Das sind zwei Platten an 60 cm Breite. Das heisst, zusammen gibt es dann 120. Und mit diesen 120 sollten wir dann eigentlich den Tisch können komplett darunter versorgen. Ich hoffe, das passt dann. Die Stunde der Wahrheit. Ich habe meine Vorlage fertig zugeschnitten. Und jetzt werde ich sehen, ob ich da mich nicht vermessen habe. Ich bin guter Dinge, guter Hoffnung, dass das funktioniert. Und sonst gibt es ganz viel Arbeit, die ich noch mal machen müsste. Was ich ehrlich gesagt nicht so Lust hätte, aber ja. Aber jetzt schauen wir mal, ob es reinpasst. Ich bin ja schon gespannt. Hui! Ich würde sagen, es passt super. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich, dass ich das auch angebracht habe. Aber ich glaube, die Schwierigkeit wird jetzt sein, dass ich den Teppich, der sicher schwieriger ist zum Schneiden, dass der dann wirklich dann noch schlussendlich reinpasst. Aber die Vorlage ist schon mal sehr gut. Ich bin also zufrieden. Die Ecke, der kommt noch später, der muss noch an einem Experiment weichen. Der IKEA-Teppich Adum hat es auch ins Wohnmobil geschafft. Ja, ganz so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es dann doch nicht gewesen. Es ist relativ zu viel Zeit vergangen. Ich habe gemeint, ich könnte das alles in einem Tag machen und so. Natürlich nicht.
Aber immerhin, das Schutzblech vom Velo konnte ich fixen. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe dreckige Daumen. Und ja, also eben, am nächsten Tag, einen halben Hexenschuss später und dann sieht es so aus. Der Doppelboden ist jetzt drin, aber die Schrauben auf der Seite der Führungsschiene hat mir das Leben ganz schön schwer gemacht. Perfekt ist es noch nicht und wir müssen uns noch mehr Anti-Rutschmatten zulegen. Aber immerhin muss ich jetzt, wenn ich das Gas will, nur noch zwei Stühle rausnehmen. Das Kistchen habe ich zusätzlich noch mit einem Holzleistchen fixiert, so dass es nicht vorrutschen kann. In der Mitte ist zwar immer noch ein bisschen Ghetto, aber es ist schon viel besser als vorher. Und die Velo haben auch immer noch Platz. So habe ich mir das vorgestellt. Der Garageumbau ist noch nicht ganz fertig. Aber es ist auf einem guten Weg. Ich muss noch irgendeine Lösung haben für die kleinen Sachen, so wie das kleine Tischli, das wir noch haben und so, das jetzt in der Mitte am Boden liegt. Da müssen wir noch irgendeine Lösung haben, aber da fällt mir dann schon noch etwas ein. Des Weiteren haben wir unseren Teppich jetzt schon testen. Oh ja, wir sind ja jetzt ein verlängertes Wochenende unterwegs gewesen. Und wir müssen sagen, es hat sich sehr gelohnt, der Aufwand. Es ist viel angenehmer, zum Barfuß mit den Socken oder auch mit den Finken umeinander zu laufen und ein bisschen tut es auch isolieren. Also wir sind mega happy. Sehr gute Sache. Unterwegs haben wir noch so Schlüpfer gekauft, um mit den Schuhen reinstehen können. Dass, wenn man mal schnell in- und raus muss, dass man eben möglichst schnell, respektive dass man möglichst lang Teppich können schonen und dass er uns noch lange viel Freude wird bereiten. Gell? Also vor allem, dass er sauber bleibt und nicht, dass er dreckig wird. Ja, ich habe ihn auch schon geputzt mit dem normalen Weseli und Schäufeli und es geht eigentlich recht gut. Klar, mit Saugen wäre es natürlich noch besser, aber da wir ja keinen Staubsauger im Wohnmobil haben, wird sich dann das auf die Heim verlegen. Aber wirklich, bis jetzt sind wir sehr happy und wir würden es jedes Mal wieder machen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis Hebt zum nächsten Sorge, Mal. Wenn es wieder heisst, Svefa und Tour. Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst, Svefa und Tour.